Finger weg von diesen Drecksversuchen. Er hat ja richtig runde Muskeln schon. Adern, Schulter, trennt sich ab vom Bizeps. Bevor die Jungs alleine irgendeinen Scheiß bauen, ne, und ihr Ego nur trainieren, bin ich wenigstens dabei. Wenn der Bizeps abreißt, dann ist Johannes zur Stelle. Langsam ist der Hand hier, ne? Der sieht einfach im Gesicht aus wie Valentin Semmler, als er angefangen hat zu ballern. Komm, ja, komm. Nur, das sah einfach nur ungesund aus. Der applaudiert da auch noch. Oh, guck mal, zeig mal, was der Rücken. Was hat der für Arme, Schulter, Nacken? Wie geht das mit 14? Ist das denn für eine Akne hier, Junge? Ist da etwa Testosteron im Spiel und Dianabol? Was soll das denn? Johannes Lukas hat es einfach nicht gelernt. Er holt sich wieder die 15-jährigen Burschen ran und macht mit ihnen Maximalversuche. Titel in diesem Video: 15-Jähriger bricht deutschen Rekord im Cheating Curl. Alhamdulillah. Ich glaube, es handelt sich um Milan. Keine Ahnung. Viel Spaß mit dem Video. Let's go, Freunde. Hallo Sportsfreunde, mein Name ist Johannes Lukas. In Zeiten, wo Kraftsport, Bodybuilding und Fitness sich immer größerer Beliebtheit erfreut, bin ich hier heute mit meinen 14, 15 und 16 Jahren. Ganz, ganz kurz, was soll denn der Fischerhut hier, Johannes? Der macht dich auch nicht jünger. Jährigen Buben, die Bock haben, mal... Einfach aus wie KMN-Gang-Mitglied von damals. Lass die Kasse klingeln, Streck, mach aus Kilo 2. Einen Cheating Curl auszuprobieren. Denn demnächst wird es einen Wettkampf geben. Und natürlich wollen wir die Disziplin vorher üben. Und mal schauen, ob wir wirklich krass sein. Und ob sich das überhaupt lohnt, mit zu einem Kraftsportwettkampf zu fahren, meine Lieben. Ja, kurz den Bizeps abreißen. Wir haben hier den 16-jährigen naturalen Veganer. Moritz. Dann Moritz Wetteskind. Ja, also Moritz war schon. Jetzt, das ist Jeremy, der 15-jährige ADHS. Kollege, den ihr vielleicht schon aus den Videos kennt. Und die zwei Stoffer. Ja, genau. Die zwei. 15 Jahre und 14 Jahre. Milan, wo ist das Geringdosierer-T-Shirt, was du letztens anhattest, Junge? Das habe ich mir jetzt gehofft hier in diesem Video. Naja, vielleicht ist es in der Wäsche. Das ist hier quasi, du bist für Robin kurzfristig eingesprungen. Jo. Du bist wirklich erst 14 Jahre jung. Ja. Du bist quasi der Herausforderer für Milan. Ja. Ey, ich habe sein Instagram-Profil mir angeguckt, ne, der hier. Der sieht unfassbar krass aus auf den Bildern. Ich bin gespannt, wie der hier rüberkommt im Video. Jetzt stehen die natürlich ganz locker flockig da rum. Aber wenn er auf Pump ist, mal gucken, weil auf den Bildern, irre für das Alter. Ihr habt im letzten Video gesehen, Milan ist an den 90 Kilo Cheating Curl gescheitert und du willst die heute nochmal ausprobieren. Ja, auf jeden Fall, mein Ziel für heute, 90 Kilo. Mein Ziel ist es, genauso viel zu schaffen wie Jeremy. Das kriegst du eh nicht hin. Nee, warte mal, ihr habt das Trick Curl zusammen gemacht, oder? Ja, war ich auch besser. Boah. Leicht, minimal. Ja, vielleicht kann ich was mit besserer Technik rausholen. Ja, Technik auch. Okay, die Anmod ist jetzt schon so lange. Wir müssen jetzt mal ein bisschen Action machen, Freunde, damit die Leute auf ihre Kosten kommen, hier unterhalten werden. Also Leute, die Regeln am besten. Die Regeln. Nach hinten lehnen. Johannes, du Arsch. Mein Handgelenk tut immer noch weh von dem Cheat Curl Scheiß da mit Vadim. Ich kann das gar nicht mehr richtig so eindrehen und das ist jetzt auch schon einen guten Monat her. Also, Freunde, Finger weg von diesen Drecksversuchen. Ich meine es ernst, ohne Sinn. Dynamisch nach vorne und den Schwung mitnehmen. Also, ihr könnt ruhig ein bisschen die Oberschenkel auch mit einsetzen, ja? Ich zeige euch die Tricks. Von hinten nach vorne und jetzt den Schwung so mit der Hüfte. Pop, stoßen quasi. Die kommt mit der Bewegung bekannt vor. Richtig. Die Bewegung kommt dir bekannt vor. Ja. Sprach er mit 15, okay. Der Veganer immer zuerst. Ich kannte die Bewegung schon mit 14. Kein Joke. Der erste vor allem auch der Älteste. Der Älteste immer zuerst, ne? Hier greifen oder außen? Außen. Das ist jetzt nicht verletzt. Das ist ein dickes Gewicht. Ja. Einmal nach hinten lehnen, warte mal, erstmal nach hinten lehnen. Nach hinten lehnen so. Und dann nach vorne und dann zack. Hopp. Genau, prima, so ist gut. Immer erstmal das Schummeln lernen. Das ist ein Cheating Curl, ein Schummelcurl. Das ist für mich vorteilhaft, weil ich kann was mit Technik rausholen. Mhm. Ja, wenn du es denn kannst. Das ist die normalste McFit Curl aus. So trainiert jeder im McFit. Das ist die McFit. Ey, warte, das sah, als er schon die Stange in der Hand hatte, das sah schon brutal aus. Nicht zweideutig denken, Freunde. Wir sind hier bei mir auf dem Kanal, nicht bei Johannes. Bit Köln, Ausführung. Am Ende zählt nur das Ey, der hat ja richtig runde Muskeln schon. Adern, Schulter, trennt sich ab vom Bizeps. Wo hat der den denn jetzt schon wieder gefunden, der Opa? Kann doch wohl nicht wahr sein. Hat der sein Praktikum gemacht im Altersheim? Hat er den dann besucht, oder wie? Curlte Gewicht. Wahnsinn. Ja. Und bitte, wenn ihr sowas ja, nachmacht, verstanden. Immer schön aufwärmen vorher. Hand wiegt übrigens 10 Kilo, ne? Aber bei Milan sieht man schon den Technik-Skill, auf jeden Fall. Milan ist Profi. Ja. Entschuldigung, für einen optimalen Schuhwerk für Cheating Curl. Wo ist mein einzige Schuhe, lass mich. Die dürfen nicht aufheben, ne? Also ich meine Schuhe machen, dann echt Probleme. Der mach ich ja ohne Schuhe. Ja, mach ohne Schuhe. Ne? Die Schuhe waren so teuer, er kann sich niemals in seinem Leben nochmal Schuhe kaufen. Ja. Pech gehabt. Egal, es passt. Die gleichen. Das kann aber auch sehr
sehr schmerzhaft sein. 30 Kilo sind jetzt auf der Hantel. Ich glaube, bei 42 bist du beim Street Curl ausgestiegen. Ne? Top. Aber technisch ganz gut, ne? Hoppi. Da ist natürlich auch ein riesiger Unterschied, ob man jetzt Street Curls macht oder Cheating Curls. Ne? Du kannst da so viel Schwung nehmen, wie du willst. Hauptsache, die Fußsohle bleibt auf dem Boden. Das sieht noch nicht so ganz so geübt aus, aber ich ist auch aus 14. Ey! Das reicht doch so hier. Ah, ich glaube, Milan hat sich heute wirklich. Wer will's heute wissen? Milan will's heute wissen. Hopp! Nicht, dass er sich gleich die Hand vors Kinn schlägt. Ich glaube, du reißt dir nicht den Bizeps ab, du haust dir einfach der Kinn kaputt. Bevor die Jungs alleine irgendeinen Scheiß bauen, ne, und ihr Ego nur trainieren, bin ich wenigstens dabei, um das halbwegs in den Zaum zu halten, ne? Vernünftig zu betreuen. Ja. Wenn der Bizeps abreißt, dann ist Johannes zur Stelle. Jetzt sind wir schon bei 50 Kilo. Das Gewicht hätte ich beim Strict Curl niemals hingekriegt. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich jetzt auch nicht schaffe, auch mit Cheating Curl. Ja, auf jeden Fall. Ich ja. weiß es nicht. Also 15 bis 20 Prozent mehr Kraft. Gewicht. Nach hinten lehnen, Technik ordentlich. Und Hobby. Ja, easy. Du sollst schon Schwung holen, ja? Ist schön, wenn du die Strict Curl kannst, aber du sollst ja nicht Schwung holen. Jawohl, prima. Übe mal langsam und dann zack, Hüfte schon. Ja, aber prima. Ja, Füße hochgekommen. Normal. Hoppa! Ich hab das Gefühl, du bist ein bisschen langsam mit der Hantel, ne? Er ist total langsam, aber er schafft es gerade. Junge, der Kleine, der Neue hier, der 14-Jährige, der so brachial aussieht, der sieht einfach im Gesicht aus wie Valentin Semmler, als er angefangen hat zu ballern. Der hat auch so ordentlich Wasser gezogen, der hat auch so ein Wasserköppis. Nicht, dass der mit 14 auf Stoff ist. Das wäre ja richtig Vollkatastrophe, Alter. Technisch, aber er schafft es. Nachher wird es richtig schwer. Wenn es halt ins Hohlgewicht geht, dann. Und? Stimmt, ist ja nicht FSK 16, ne? Schneller, 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 Mia, komm, ey, das ist ja fast strikt. Hol mal Schwung, bopp. Streck mal die Hüfte, guck mal. Mach mal den hier. Top. Stoßen, komm. Hoppa. Stoßen. Ja, prima. Gleich Bandscheibenvorfall. Digga, was machst du da? Jeremy, Alter. Füße auf dem Boden. Eine Wiederholung. Eine einzige. Und dann schnell sein. Ich muss sagen, und? No front. Aber bis jetzt war das am schlechtesten. Technik, zu viel Technik. Du musst ohne Technik das Ding hochknallen. 50 Kilo, du warst für dich am schwersten. 60 Kilo wird richtig schwer für dich, ne? Nee. Jeremy, was wird deine Taktik jetzt in den schwereren Sätzen? Gewicht hoch. Ich hab's gesagt, mit Technik kann ich ihn auseinandernehmen. Ich weiß, ihr seid starke Motherfucker, aber hier sind schon... Ey, dieser Fischerhut, Johannes, bei aller Liebe, das geht nicht. Das geht absolut nicht. Zieh das Ding aus. Ihr bekommt keinen Schlaf mehr von Nein. Wir gehen mir schon an die Grenze. Also ihr müsst schon die nötigen Credits geben. Ihr müsst erst nach hinten und dann... Marschieren, Moritz. Hoppa! Schönes Ding! Ja! Schönes Ding, Junge! Technisch gut. 60 Kilo im Kasten. Der schnelle Boss. Hier, zack. Jeremy, Junge, das wird... Ist das so eine Einstellung? Ja, locker. Nein. Locker. Okay, wiederhole nochmal. Dieser junge Mann ist 14. Wie sieht der aus mit 14? Was soll das? Wo kommt der her? Typ ist irre, der sieht brutal aus. Für 14, der sieht besser aus als Thunfisch. Und Thunfisch ist, glaube ich, 10 Jahre älter und auf Stoff. Krass. Wir haben leider noch keine Dopingkontrolle gemacht. Hast du den Ausweis? Ich meine das gerade wirklich ernst. Der sieht wirklich besser aus als Thunfisch, Alter. Thunfisch, Junge, geh mal nach Hause schlafen, schäm dich. Wirst hier vom 14-Jährigen auseinandergenommen. Ausweis müssen wir da ja auch nochmal schauen. Aber ich habe seine Mutter extra mit hergebracht. Sie wird uns das bestätigen. Mein Trick in der Diskothek immer direkt nach dem Geburtstag im Brand. Wann bist du geboren? 29. August 2008. Okay, das hat schon lange gedauert. Also, ich bin aufgeregt. Okay, 60 Kilo für Eli. Ja, easy. Eli, okay, den Namen müssen wir uns merken. Eli. Ich habe die ganze Zeit seinen Namen vercheckt. Also ohne Schwung eigentlich fast strikt gecurlt schon, aber gut. Aber so holst du natürlich nicht das Maximum raus, ne? 60 Kilo für Milan, Hobby. Ja, ist gar nichts. Ja, gut. Es ist jetzt 14 Uhr, er ist erst vor einer Stunde aufgestanden. Ja, ich habe Zugfahrt durchgepennt und... Ich hab's geschafft. Milan, der ausschlafende Boss. Zwei Sätze in zwei Plätze mich reinzusetzen. Junge. Ja, Bruder. So, Jeremy, jetzt... Ob... Die Leistung ist geschafft in meinem. Was? Du bist rein jetzt? Ja, fast. Oh! Mit ja, Hacken, gut, mit war nicht gültig, Hacken abgehoben und nicht so richtig hoch. Hacken hoch. Ist so. Ehrlich hoch? Ja. Also es war schon viel besser als sonst, aber Dicker, du kannst es besser. Mach mal ruhig. Ja. Hoppa, komm. Ja. Ja, das muss höher. Okay, gut. Sauber. Du bist ein bisschen höher. Ich lass dir noch gelten, dann würde ich an meiner Stelle nur auf 65 gehen. Und jetzt kleine Brötchen backen. Auf zu lachen. Entschuldigung. Komm mal. Was hast du? Locker, komm.
Lass dich hier. Das war okay. Das war alles andere als okay. Ich kann das nicht länger mit anschauen. Dass die jungen Jungs hier wirklich, die Jungspunde, da solche Maximalversuche machen. Und das ist jetzt wirklich Real Talk. Das ist jetzt zum letzten Mal, sage ich es. Ich habe schon in anderen Reactions gesagt, ich bin da kein Fan von. Und hier sage ich das nochmal, ich will es nicht mehr. Irgendwann kommt der Tag, ich klopfe dreimal auf Holz, dass es nicht passiert. Ich will nicht, dass sich da eine Art was abreißt, aber irgendwann wird der Tag kommen. Und vor allem, wie viele Jugendliche gucken das Video, gehen dann im McFit und machen die Scheiße nach und wollen sich duellieren. Wer schafft denn mehr im Strickkill? Und was meint ihr, wie viele schon im Krankenhaus gelandet sind mit irgendeiner Sehnenentzündung, mit irgendeinem Abriss oder sonst was? Und falls nicht, dann werden die spätestens nach diesem Video das tun. Und nach meiner Reaction hoffentlich nicht mehr. Ohne Scheiß, Alter, ohne Scheiß. Hacken, da hat jemand auf die Füße geguckt. Ja, ich glaube, die waren unten. Bruder, das sah einfach nur ungesund aus. Und der applaudiert da auch noch. Oder? Die waren oben. Was? Nein. Nein, war nicht hoch. Good morning, Instagram! Nein, Spaß, Freunde. An dieser Stelle eine ganz kurze Werbeunterbrechung. Wir haben eine neue Wochenaktion. Und zwar haben wir mal wieder die 4 für 3 Aktion. Ihr bekommt das vierte Produkt gratis. Beispielsweise dieses wunderschöne Isoclear. Und ab einem Einkaufswert von 50 Euro gibt es jetzt neu das Isoclear Ready to Drink. Eine Flasche, 20 Gramm Protein, schmeckt brutal, vor allem eiskalt aus dem Kühlschrank. Rabattcode William, alle Links finden wir in der Videobeschreibung, esm.com. Vielen lieben Dank für den Support und weiter geht's mit dem Video ohne diesen schäbigen Fischerhut. Was denn jetzt? Ey, ist das Ding, Jungs, ohne Scheiß, wir sind ja immer noch, wir sind ja auf YouTube. Beim Wettkampf zählt's dann wirklich. Am 14.10. ist dieser Wettkampf und ich schicke euch da alle hin. Ich befürchte jedoch, dass ich nicht mitkommen kann, weil ich da auf dem Bodybuilding-Kampf bin mit Marvin und Vadim, aber ich organisiere euch einen vernünftigen Betreuer. Weißt du, wer geil als vernünftig. William. Das wäre so geil. Ey, von dem kann ich direkt Stoff holen gehen. Das ist geil. Was hast du da gesagt, Moritz? Wir distanzieren uns hier vom Medikamentenmissbrauch und von irgendwelchen Stoff jeglicher Art. William, wenn William das durchzieht, 4-5 Stunden mit der Gang hier, so ich höre, du bist danach so im Arsch, du bist so kaputt danach. Ich schwör's dir. Okay. Hat einen Grund, warum ich kein Lehrer geworden bin. Ich kann mal mit den Jungs eine Runde abhängen, kein Problem, aber ich werde die bestimmt nicht auf Maximalversuche trainieren. Dann bin ich bei meinem Glück, reißt sich bei meinem Training noch irgendeiner was ab, wenn ich denen da was zeige. Nein, natürlich nicht. Könnt ihr vergessen, Jungs. Wir können gerne mal so, wir können, ich wollte schon sagen, eine Pfeife rauchen, aber kann man ja nicht, ist ab 18. Bist du ja eigentlich? Ja, gut. Ja, für schwer erziehbar. Ja, richtig geil. Jeremy, Top G Energy jetzt. Ja, Mann. Aber jetzt müssen wir mich auf Füßen machen. Digga, mein Rücken tut weh. Scheiße. Was, dein Rücken? Ja. Ja, meine auch, Digga. Kann nur gut kommen. Ja, super. Ah, die Sache hier ist nicht gut. Die ist extrem. Oh, fuck, Alter. Jawohl, prima. Geil. Ist okay. War drin. Fand ich besser als den 60er. Okay. Da muss ich Johannes recht geben. Die Technik war hier deutlich besser. Komm mal, ich habe hier zur Not noch für alle, die Bock haben, den ESN-Gürtel, den magischen. Extra Gains, aber nur mit Code Johannes. Ah, Ehre, Ehre. Ja, weil hier hat keiner einen Code, deswegen müsst ihr da mit meinem schon. Noch nicht. Komm wieder, komm! Du, ganz entspannt. Ich hab gesagt, jeder sagte so, oh, Milan ist so stark. So, ich meine, die haben ja alle irgendwie einen Dachschaden. Ja, das haben sie, aber ich bin gespannt, wer jetzt das Rennen macht. Eli oder Milan? Das wird, glaube ich, ein knappes Ding. Ich bin so schwach, ich bin so dünn und in Wirklichkeit sind sie einfach nur Maschinen. Ich glaube, du kannst auch Milan heute richtig Konkurrenz machen. Ja, klar. Ich versuch's. Ich versuch's. Wie schwer bist du? 82 Kilo. 82 versus heute, Tiefgewicht 90 Kilo, 90,5. 5 Kilo leichter als beim letzten Videoclip. Ja? Stark. Stark, Milan, zieh die Diät durch. Masse ist nicht immer Macht. Du weißt, Vadim ist das beste Beispiel dafür. Meine Form wird besser. Man sieht das. Ja? Auch ja, im Gesicht noch nicht ganz so krass, aber doch, am sicher. Körper. Der Bauch ist auch viel besser geworden. Oha, der hat ja eine richtige Plauze. Jetzt sieht man schon langsam die Bauchmuskeln stark. Und ehrlich, guck mal, man hat diese so leichte Apps hier. Unter gutem Licht sieht man alles. Ihr wisst Bescheid, ne? Bei 85 Kilo Körpergewicht und 130 Kilo Bankdrücken kriegt er seinen eigenen ESN-Code. Ja. Aber ich weiß nicht, ob du die 130 noch. Ja, easy. Ja, gut. Das wollen wir sehen. Du musst schnell sein, Milan. Boah, Milan. Hoppa. Ja, okay. Er war da ganz oben. Hoppa. Das war perfekt. Stark. Okay, jetzt.
Ich würde sagen, für Jeremy und mich erstmal. Ja, Mann, wir müssen sowieso. 68. Nee, schon. Komm, das. Digga, jetzt nochmal reingehen, Gewichtsplatten holen ist richtig unnötig. Mach's doch einfach. Und jetzt, das ist eine Größe. Ich habe extra einen kleineren Gurt genommen. Aber er ist nicht klein genug. Der hat ja eine richtige Wespentaille, der Moritz. Für dich. Ja. Da ist überhaupt noch Fett. Jetzt ein bisschen was. Ein bisschen vielleicht. Ey, kannst du ein bisschen. Nein. Ich wollte fragen, ob du mir Fett leihen kannst. Was? Bro, was? Ja. Boah, Moritz, Junge, geht doch nicht. Der Milan haut dir gleich auf die Schnauze. Komm los! Guck mal, wie der guckt schon, der ist richtig aggressiv. Ey, das war, ey, komm, das war einfach. Ey, komm, das war aber auch einfach nicht lustig. Okay. Aber die sieht ehrlich geil aus, die heute. Ey, aber jetzt sieht man eigentlich nicht, Curl jetzt nicht. Der Jacke gehört so direkt 10 Kilo mehr, Alter. Was ist das los? Sehe ich mich. Ist das Junge. Ich sag, das bringt nichts. Nee, pack mal ab. Auf sicher. Ist ja mehr Stoff drin. Das ist nichts. Hat er recht? Ja, ist ja. Richtig. 70 Kilo. Ich sag, der packt das nicht. Komm, es locker. Tief in den Rumpf ein. Und dann schnell sein. Schnell sein, Moritz. Hinten und dann ab. Ja, hast du nachgedacht. Mach Pause, wirklich. Du hast nachgedacht. Hast du gemerkt, dass du überlegt? Ja. Das nicht überlegen, Alter. Er ist am Gürtel hängen geblieben mit der Stange. Das erste Mal Gürtel für Jeremy. Das erste Mal 70 Kilo Curve. Ich meine, für die silbernen Hand. Du musst technisch schnell, du musst schnell sein einfach. Ich weiß immer noch nicht ganz, wie die Technik geht. Ja, das ist aus, als ob du einen Bademantel anhast. Wie ein Schlumpf. Du bist wie ein Zauberer. Komm, Merlin. Hicks, sagst du? Du bist nicht mehr vegan. Die. Den Zauberspruch würde ich auch gerne bei dem einen oder anderen Influencer anwenden. Nach vorne zuerst, nach vorne, nach hinten. Komm. Aber um Gottes Willen. Hast du dich unter die Hand gedrückt, so war ja, schon? Das wäre das denn erlaubt? Ja. Ja, ist schon okay, ja klar. Ja, also 25 cm nach vorne und 80 dann. Es hätte gepasst. Weißt, Mama guckt zu. Musst du jetzt machen. Süß. Komm. Digga! Da, du kannst viel mehr cheaten, Junge. Schwung holen! Hoppa! Ja, Pause. Okay, krass, also es wird doch nicht so eng zwischen den beiden. Ich dachte, das wird ein enges Battle zwischen Milan und ihm. Aber Milan smoked ihn jetzt weg. Kannst du einen Street Curl machen? Ja. Du setzt deine Hüfte nicht gut ein. Mit 40 ist man noch nicht so stark in der Hüfte. Ne, in der Hüfte. Aber es kommt mit der Zeit. Was hast du ihm als Kind gegeben? Gut gefüttert. Dass es so ein Mutant ist. Ohne Witz. Und aber man sieht direkt die Ähnlichkeit, ne, im Gesicht. Warum hat er die 80 Kilo nicht gefüllt? Zu aufgeregt. Ist er aufgeregt? Er ist aufgeregt. Aber wahrscheinlich, weil du zuguckst, oder? Ja, ich gehe auch wieder weg. Gehst du weg? Ich geh wieder weg. Ja. Was ist los? Komm her. Komm her. Als Kind den Zaubertrank gefallen. Folgt dir auf Instagram. Der Bursche. Bisschen anfeuern. Das Lustige ist. Ach, egal. Wir gucken weiter. Hey, sein. Komm, Milan. 80 Kilo, hat schon gemacht. Was? Heute dynamisch. Stark. Ja, easy. Ich weiß, das war der beste Versuch von allen, ja. Weil ich glaube, du merkst langsam, wenn du jetzt nämlich reinscheißt technisch, dann kriegst du dich auch nicht mehr hoch. Ich will ab. Das Gewicht zwingt dich, ja. Ordentlich zu arbeiten. Ja. So, letzter Versuch, 70 Kilo für Moritz. Wettest du? Moritz. Auf locker. Auf locker. Auf geht's jetzt mal. Da haut der auch noch die kleinen Jungs auf den Hinterkopf, ich glaub's nicht. Schnell sein! Komm, schnell sein! Das ist keine Kraft, Junge, schnell! Komm! Ja, schade. Du hast ihn hinten nicht mitgenommen. Ja, Jungs, nee. ihr macht alle einen riesen Fehler, ne? Ihr braucht diesen Schwung. Wenn ihr hier anfängt, dann habt ihr kaum Schwung. Ihr müsst wirklich von hier hinten, ganz nach vorne und dann. Aber immerhin 65 Kilo bei 72 Kilo Körpergewicht. Und das als Natural-Veganer mit einer relativ schlechten Genetik. Das Thema werden wir übrigens nochmal ansprechen im nächsten Video, weil ich hab das so oft jetzt gehört. Von wegen, ich mobbe dich und so, aber das klären wir noch. Das habe ich aber auch schon aufgehört. Tatsächlich. Ich habe Moritz tatsächlich letztens geschrieben, mir wurde vermehrt seine Instagram-Story zugeschickt, in der er einfach sagt, er spricht in die Kamera und sagt, ich habe keinen Bock auf Schule, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will den Influencer-Weg gehen und ich mach's nicht, Ausbildung, Schule, alles Käse. Und dann habe ich tatsächlich dem direkt eine Nachricht geschrieben. Ich habe gesagt, Junge, mach wenigstens eine Ausbildung. Danach kannst du ja während der Ausbildung auch deine Influencer-Tätigkeit machen, aber du brauchst was in der Rückhand, du brauchst was in der Tasche. Das geht so nicht. Moritz, falls du das siehst, denk an meine Worte, mach was, mach irgendwas. Du kannst nicht jetzt einfach deinen Schulabschluss nicht mal zu Ende machen oder keine Ausbildung, das geht nicht. Das ist Käse, Junge. Schule ist wichtig und dann ist der Sport
und dann die Influencer-Kacke. Aber nicht alles wegschmeißen und ein paar Videos drehen. Das geht vielleicht ein Jahr gut und dann hast du vielleicht ein paar Lava und dann funktioniert gar nichts mehr. Und dann stehst du da, Junge. Mach dir mal Gedanken, Moritz. Ja. Packst du easy, komm. Machen wir jetzt. Jawoll! Schönes Ding, Alter! Geil, Mann. Junge! Gut. Guck mal hin. Wo ist das letzte dran? Und ein weiterer Schritt zum Bandscheibenvorfall. War stark, Mann, ehrlich. Aber richtig stark. Gut technisch. Das war der beste Versuch von allen. Ohne Witz, Junge. Geil. 70 Kilo in the books. Ich habe mich auf die Füße geachtet, aber sah gut aus. Ne? Du hast 3 Versuche im Wettkampf. 80 Kilo. Ist jetzt der zweite Versuch, mein Neuer. Der muss jetzt klappen. Ja. Bereit? Der muss klappen. Ja. Technik. Komm. Technik. Dicker. Der macht die zu sauber. Weil die Technik scheiße ist. Was soll ich denn Technik machen? Mann! Du bist so stark, aber du bringst die PS nicht auf die Straße. Du bist hier vorne gewesen. Zurück musst du einfach im Gym nochmal üben. Das Stoßen. 3 Versuche habe ich. 5. Bestimmung, ja. Du musst mehr bumsen. 2. Du musst mehr bumsen mit 14, ey, Alter. Einer noch. Die guten Tipps gibt's hier von Moritz. Was weiß ich? Du musst mehr bumsen bei der Bewegung. Können wir mal darüber reden? Dass du nur 70 geschafft hast, das gleiche Gewicht wie du? Ja, dieselbe Leistung, ne? Das ist krass. Ey, das ist krass. Weil immer geh auf 75. Das ist krass. Du darfst nicht runtergehen. Ja. Nein, darfst du nicht. Ich hab noch einen Versuch. Im Wettkampf, wenn die beiden gleich wären. Aber ja, er wäre viel stärker, weil er wiegt viel weniger. Oh, ich wäre auch eigentlich keine Wiederholung von ihm gelten. Also, du siehst wirklich stark aus, aber. Jetzt zieht er sich auch noch aus, der Bursche. Jetzt meint er es ernst. Keine Kraft. Luftpumpe, bitte. Ich bin Luftpumpe. Was hat der für arme Schulter, Nacken? Wie geht das mit 14? Unglaublich. Das ist einfach nur technisch schlecht. Oh, guck mal, zeig mal der Rücken. Das ist wegen der Klasse, glaube ich. Ja, alles rot. Dicke. Geil. Zu meiner Verteidigung. Ja, was ist das denn für eine Akne hier, Junge? Ist da etwa Testosteron im Spiel und die Anabol? Was soll das denn? Er hat gesagt, ich soll ihn so klatschen. Ja, alles gut. Alles gut. Komm. Also, das sind keine Pubertätspickel mehr, Junge. Oder vielleicht doch. Ja, komm. Jawohl, easy. Schön gemacht. Schön gemacht, Alter. Oh, du kannst die 90 heute holen. Du kannst die 90 heute endlich holen. Und dann hast du offiziell genauso viel gekollt wie ich auch. Ich glaube, ich habe auch nicht mehr als 90. Ja, krass. 90 habe ich reingeschissen. Ja. Das ist unglaublich mit fucking 15. Okay, das ist jetzt die letzte Chance für dich, 80 Kilo zu können, sonst bist du komplett raus. Ja. Wenn er die richtig mit Schwung macht, dann schafft er die auch, weil er hat Power. Aber ihr wisst, ich will auch eigentlich gar nicht, dass hier irgendjemand irgendwas schafft. Ich bin hier völlig anti eingestellt. Du musst jetzt wirklich packen. Ja. Und wenn du technisch gut bist und schnell bist, dann schaffst du die auch, weil du bist hier mit einer der Stärksten. Wenn nicht sogar stärker als Milan, Alter. Ich versuch's. Das ist so. Ich mach das jetzt. Ja, okay. Ja, ich mach das. Ja, mach jetzt. Komm. Ach, schade, Alter. Schade. Warum? Scheiße. Weil du die Technik nicht drauf hast. Ja. Jetzt weißt du, was du zu tun hast, um den Wettkampf zu üben. Üben. Aber ganz genau. Ich sag so, es geht ja nicht um Kraft, es geht um die Optik. Wir sind ja immer noch Bodybuilder und keine Powerlifter. Weisheit des Tages. Technik, Junge! Oh. Technik! Komm! Oh. Ah. Scheiße, Mann! Scheiße! Du hast 3 Versuche. Scheiße! Du hast 3 Versuche. Er hat vorher auch schon Versuche gehabt. Ich glaube, es ist genau der richtige Moment, um das Ganze hier abzubrechen. 15-Jähriger bricht deutschen Rekord im Cheating Curl. Was war denn jetzt der Rekord? Oder habe ich nicht aufgepasst, weil ich mich zu viel abgefuckt habe hier? Ich glaube, es war der Versuch von Mila mit 80 Kilo, ne? Ja, fürs Alter ist irre. Ja. Beim nächsten Mal. Ja. Progression, du musst noch ein bisschen Luft lassen. Vielleicht schaffst du es im nächsten Mal, im nächsten Video oder einfach dann beim Wettkampf. Ja. Beim Wettkampf, da ist die Leistung. Ja, klar. Jungs, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht. Ich hoffe, ihr seid auch gut auf eure Kosten gekommen. Wir gehen jetzt zusammen trainieren. Was trainiert ihr? Ich will Pull. Pull? Arme. Arme? Arme. Pull. Arme. Pull. Ja. 2 Teams bilden sich jetzt. Freunde, bei allem Spaß hier. Gibt auch ein paar ernste Sachen, die es zu klären. Irgendwie immer diese freien Trainingsvideos nochmal kurz auf Sätze zu klären. So. Ja, ist halt so. Ja. Ne? Müssen wir auch mit Vorbild rangehen. So, die Leute haben eh schon abgeschaltet. Und wenn nicht, Hashtag bis zum bitteren Ende. Ich hoffe, das bittere Ende ist kein Bizeps-Abriss, Freunde. Also, erstmal Respekt an die Jungs, dass sie natürlich Sport machen in dem Alter und nicht besoffen in der Ecke rumliegen, aber
Diese Maximalversuche, es kotzt mich einfach jedes Mal an, weil ich ahne einfach Böses. Dennoch hoffe ich, dass niemals irgendetwas passieren wird. Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare. Findet ihr solche Extremkraftversuche bei solchen Jugendlichen gut? Oder ist es Schwachsinn? Ich bleibe bei meiner Meinung, es ist Schwachsinn. Abonniert den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Wir sehen uns in der nächsten Reaction. Ciao.